Hey Leute, ich begrüße euch zur Loser-Runde Mio vs. Gilbert, Mio vs. Julian und das ist der erste Kampf. Moin. Oh, ich habe meinen Namen gar nicht eingestellt, ist das schlimm? Nee. Nee. So, ich habe mit dem Mio auch gesprochen, wegen den Regeln Omega Stage, weil er in seinem ersten Kampf keinen Omega Stage hatte mit dem Black noch was. Mit dem muss ich das eigentlich auch noch absprechen für die nächsten Runde. Also, es ist einfach nur so, so waren die Regeln und naja, wir wollen dabei bleiben. Aber die beiden hatten eben Clan, die kämpfen oft auf sowas, daher dachte ich mir so, bei denen ist das jetzt nicht so wichtig und die wollen auch keinen Rückkampf, daher ist alles in Ordnung. So, gut, ich hab dem Mio jetzt nicht gesagt, er sollte nochmal den gleichen Charakter nehmen, weil ich mir dachte, das schafft er. Oder, du musst nicht sterben, ne? Ich muss nicht sterben. Der gleich los, ja, der, ne? Fängt jetzt schon an. So, ich drück dir die Daumen, Julian, weil wenn du jetzt verlierst, ne, du weißt, was das heißt, dann bist du raus. Ganz ja. Raus. Er muss aufs nächste Turnier warten. So, der... Oh fuck, wo werf ich denn hin? So, also du musst aufpassen, der gute Mio, der kann auch ein bisschen Kombos. Aber... Solange du keine 100% hast, musst du auch keine Angst haben vor den B zur Seite. Das leckt irgendwie total, kann das sein? Echt, bei dir leckt's? Leckt's hier? Bei mir nicht. Also, ich habe sogar einen Zeuge hier sitzen. Das wäre echt ärgerlich, wenn es bei dir leckt. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus noch, ja? Ich kann den Mio schon hören, wie er ausrastet. Wegen deinen Projektilen. Also er hasst allgemein Projektile einfach, deswegen. So, der Julian natürlich ist ja voll konzentriert. Oh fuck! Da hat er den Ellbogen gebaut. Natürlich ist der Julian voll konzentriert, weil... Naja. Es ist ein entscheidendes Match hier. Und ich drück dir die Daumen, Julian. Komm schon, du schaffst das. Oh, schön ausgewichen. Schön ausgewichen. Ja, hauen noch ein paar Prozente rein und da. Ne, hat den Jenny Bombe nicht gefangen. Jetzt kommt der. Ah, der. Ja, der Move ist riskant. Oder schöner Griff. Schöner Griff. Und jetzt. Oh, schöner Smash. Gut geblockt, gut geblockt. Ah, da kommt der Fuck. Da kommt der Body Slam. Ah, da macht er ein paar Kombis und jetzt. Ah, solltest du langsam ihn, ja, wie heißt es? Ihn rauswerfen so. Er ist nämlich langsam in so einer Prozentzahl, wo es wirklich. Oh, ah! Ah, fuck! Der war ärgerlich, der hättest du ein bisschen weiter ja, rechts. Aber... Ja. Ah, Captain Falcon ist auch wirklich kein schlechter Kämpfer. Ja, aber lief gar nicht so schlecht. Also wenn ich überlege, gegen Jan da hattest du gegen Gandorf, da hattest du ernsthaft sehr viele Probleme. Wow. Ich weiß nicht, Bowser Jr. oder Little Mac? Ich würde dir Bowser Jr. empfehlen. Ich weiß nicht, Bowser Jr. finde ich cool. Ich würde auch fast sagen. So, dann macht er erstmal Computer. Lass den Computer Level 9 kämpfen, mal gucken. Gegen Computer Level 9 gewinne ich ja, komischerweise. Ja, immer. Das Problem ist, ich spiele mal gegen Amiibo-Figuren, das ist gutes Training. Weil ja. Stufe 9, die hast du irgendwann gelernt, weißt du, wie die kämpfen einfach. Auf jeden ja. Fall 1-0 für Mio. Wäre traurig, wenn du jetzt schon raus wärst, ja, musst du bis aufs nächste Turnier warten. Ja, ist ja, ja. Egal. Ja, da, auf jeden Fall werden da noch welche kommen, weil, naja. Wir spielen ja so bestimmt öfters. Ja, können wir auch, also ich bin erst bei Part 7, da können noch einige folgen. Siehst du? Und wir haben ja, bis dahin bin ich dann auch genau. Immer mal gut trainiert. Und wir beide haben ja noch gar nicht gegeneinander gekämpft. Nee. Oh, okay, das wird interessant. Ich habe ihn jetzt nur zweimal NES spielen sehen. Easy. Billige Provokation. So, ja. Was ich über Bowser Jr. weiß, ist ja, er ist ein guter Zoner. Das heißt, den Gegner auf Abstand halten. Was du gerade nicht so gut schaffst. Und Ness ist ein nervender Charakter. Da muss aufpassen. Ja, schön. Schön gekontert! Ja. Was ich bei Bowser Jr. Schwer finde, ist zu finishen, ja? Weil er hat eigentlich nur zwei starke Finisher. Das ist sein Hammer und sein Fahrzeug. Bam. Sein Fahrzeug abwerfen.
Das Fahrzeug abwerfen ist nicht so einfach zu treffen. Also das da genau. Und der Hammer, also wenn du in der Luft bist, der, ja, der muss eben sitzen, ne? Aber ziemlich ausgeglichen bist du hier, würde ich mal sagen. Ah, du hast ihn jetzt in so einem Bereich, wo du ihn schon finishen könntest mit deinem Angriff. Oh, ah. Fuck, falsch. Das war gerade gar nicht mal so. Ja, gut. Das hat er stark gepuncht. Heißt das, ja, wenn er dich büßen lässt für einen Fehler von dir. Oh. Ah, nein. Wie hat er das denn gemacht? Was war da denn los? Er hat dich in der Luft erwischt, als du anfällig warst. Ja, ich weiß. Das war auch eigentlich so eine rhetorische Frage. Ja, ich wollte sie dir nur beantworten. Und da hat er das Teil einfach mal gefangen, ja. Und den Ball kannst du eigentlich immer gut durchkommen, ja, wenn er dich da irgendwie haben will, so. Da blockt er einfach mal ein bisschen. Der Näse. Oh, das war schön, das war schön. Da konnte er nichts machen, weil einfach... Ich weiß nur, der Smash von Bowser Jr. nach unten ist wohl angeblich der beste. Und schnellste halt. Ja. Also die anderen brauchen nochmal... da die Kanonenkugel hat er gefressen. Was? Der lebt immer? Ja. Oh, pass auf, wenn er da kommt, dann... Das kann böse enden, wenn er das trifft. Aber jetzt kannst du bestrafen, Au, schön. Und das also er überlebt er noch. Aber wenn er, ja, doch. Er rettet sich schlecht. Oder? Ne, schafft er noch. Oh, gut, das war gut. So, der Zeit sehen wir noch 3 Minuten 30. Oh, schön. Schöner Hammer. Das reicht. Jetzt aber. Noch ein Stock, ja. Jetzt macht er auch wieder Druck. Jetzt hat er wenig Prozent. Oh, da kam der Bohrer und die Gabel. Aber jetzt gibt er dir Kombis. Okay. Wieso sage ich okay? Ja, da musst du aufpassen, wenn er dich da trifft, ne? Wissen, wie es mit deinem ersten Leben ausging. So ein Twitch, wenn du jetzt gewinnst, ne? Wäre es das erste Mal im Turnier, dass es zum Best of 3 kommt, dass ein dritter Kampf entstehen würde. Wieso das? Ach ja, 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 ja. Ja, vorher war es immer ein 2-0 bisher. Wobei rein Twitch, der Kampf zwischen Stas und Mio wurde nicht abgehalten aus Runde 1. Und dieses Video kommt erst danach, daher. Wer weiß, wie es da ausging, ja? Ach, ich krieg die beiden einfach nicht dazu, dass sie endlich mal gegeneinander kämpfen, das ist so traurig. So. Okay, 117%, also du bist in so einem Bereich, wo es wirklich gefährlich werden kann. Oh, schön, das hat er nicht kommen sehen. Genauso wie das. Ich glaube, das hat er kommen sehen, aber er ist schlecht ausgewichen. Oh, was? Was da war gibt das dir denn? Den Kick. Na, es war so knapp, das. Oh, scheiße. Die beim Monster Hunter rufen dann. Oh Mann, war das. Oh. Monster Hunter ruft dann, ja. Geil. Oh, was war das denn? Aber das war echt gut. Das war echt gut. Ja, das war. Ach. Der Kampf hatte es echt in sich. Aber ich dachte, ich hätte ihn da erwischt. Ja, da war sein Kick ein bisschen schneller. Auf jeden Fall. Hast dich ganz gut geschlagen. Also der Mio ist entweder nicht eingespielt oder Ness liegt ihn echt nicht, aber gegen Captain Falcon hast du eigentlich auch ganz gut angestellt. Auf jeden Fall war es ein interessanter Kampf und leider wurde es doch kein Best of 3, aber es war es knapp davor. Hey, ich bin leider raus, aber wir sehen uns bestimmt dann bei dir mal auf dem Kanal. Sicher. Und Battle damals. Und der Julian, der ist ja, der spielt ja noch nicht so lange, daher kommt das noch mit der Zeit. Das kommt noch. Dann wirst du auch besser, dann besiegst du den Mio auch, der kann nichts. Noch am Lernen. Richtig. Gut, wir sehen uns im nächsten Kampf. Ich weiß gar nicht, welcher als nächstes kommt. Bis dahin. Ciao. So. Ciao.